Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schatten des Krieges. Superheldenlandung. Ich bin eigentlich voll fertig zum Aufnehmen, deswegen ich entschuldige mich, wenn ich entweder zu still bin oder wahnsinnig. Weil ich bin gerade vor, ich habe keine Ahnung, 10 Minuten vielleicht zur Tür reingekommen. Von der Arbeit, schnell aufnehmen. Also was heißt schnell aufnehmen? Es dauert ja trotzdem eine halbe Stunde, aber ne, aufnehmen. Mein Essen kocht gerade oder es wird warm, je nachdem. Und ich dachte mir in der Zeit, wo das Essen halt warm wird, eine schicke, nette Aufnahme. Was macht der denn? Um ein bisschen die Zeit zu nutzen. So, jetzt haben wir den Auftrag, den wir gestern, wo wir... Doch, wir waren ja schon bei dem Auftrag, ne? Ach ja, man könnte vielleicht ab und zu ein paar Eiswürfel hören. Da ich hier so ein Messbecher voll habe mit einem Getränk und Eiswürfeln. Entschuldigung. Lust, mit mir nach einem Schatz zu suchen? Auf jeden Fall. Was schwebt dir vor? Auf manche Sachen kann man sich bei den Uruks einfach verlassen. Sie lieben Blut, Schätze und Grog. Vielleicht sollte ich das nicht aus der Ferne machen, sondern... Verstehe ich, warum du so lange überlebt hast. Wir sind zu wenige, um offen in die Schlacht zu ziehen. Also handeln wir schnell und listig und kommen so hoffentlich mit dem Leben davon. Und nehmen einige der Ihren. Ich sehe kaum was. Trinken die auf was anderes als Grog? So Orks? Ich habe überlegt, was für einen Helm ich trage. Oh, hallo. Wir haben einige der Artefakte geborgen, die aus der großen Halle geraubt wurden. Jeder Schatz Gondors, den wir ihnen entreißen, ist ein Sieg. Du weißt, dass Baran nur um dein Leben fürchtet? Ich fürchte gar nichts mehr. Ich wäre tot, wenn ich es täte. Doch nicht du, er. Er fürchtet sich um dein Leben. Ach so. Jetzt weiß ich, alles klar. Muck. Muck, muck. Da hinten wäre gut, aber da komme ich nicht hin, ne? Zumindest nicht so einfach. Also ich könnte es natürlich mit dem Pfeil machen, aber weil es gestern, also in der letzten Aufnahme, nicht funktioniert hat, dachte ich mir, mache ich das mal genauso, wie das Spiel das von mir verlangt. Wir jagen sie bis ans andere Ende Mittelerdes. Mittelerdes. Verstecken dich im Gebüsch. Warten auf feindlichen Hauptmann. Aber in was denn für einem Gebüsch? Hier ist ja gar kein... Ja, sorry. Ich finde die Ursache dieses Geräuschs und bring sie zum Schweigen.
Da ist ein Gebüsch, aber wie lange soll ich denn da warten? Ah. Golden. Kommt her, Jungs. Heute feiern wir unsere Beute. Wir feiern das Ende der Menschen und den Aufstieg von Mordor. Heute Nacht. Der hat noch nichts getrunken. Heute Nacht. Anfällig für Schleichen, benommen durch Schleichen, anfällig für Bestien. Da ist er. Und da ist unser Schatz. Hat er das Gift jetzt schon getrunken? Da sind ja ein paar. Oh, wow. Na, das war ja irgendwie zu einfach. Das war wohl eine unserer erfolgreicheren Missionen, Grabwandler. Ich erkenne die ängstliche Soldatin aus der Unterstadt kaum wieder. Du meinst die, die dich vor diesem Hauptmann gerettet hat? Genau die. Er wirkt ein bisschen traurig oder verbittert, vielleicht sogar. Wir sollten Varanor finden und sehen, wie es ihm ergeht. Talion, Minas Ithil ist verloren. Doch Mordor kann uns gehören. Was hast du denn immer? Der will alles besitzen. Das ist irgendwie seltsam. Wo müssen wir denn hin? Da hinten ist er. Das heißt, wir könnten vielleicht hier so... Und hier soll ein Höhleneingang, glaube ich, sein. Ah, da ist er. Perfekt. Ja, das war wohl nichts. Das sind meine Leute, ne? Oh, cool. Und ich bin dran vorbeigelaufen. Ich glaube, je stärker so eine Einheit ist, desto eher schlage ich Leute auch in die Flucht. Die Orks sind weder die einzigen Bewohner Mordors noch die ersten. Ostlinge und Haradrim haben hier gelegentlich gesiedelt, oft auf Einladung des dunklen Herrschers. Sie sind selten geworden,
Aber man findet immer noch ihre seltsamen, kunstvollen Schnitzereien von Nurn bis zur Stadt der Korsaren. Elfenbein. Ein Artefakt der Haradrim. Interessant. Wenige kommen so weit nach Norden. Und dafür sollte deine Nation dankbar sein. Die Nation? Wieso sind die so schlimm? Ich weiß leider nicht sonderlich viel über die. Aber. Haltet ihn auf! Minas Ithil liegt an Gondors Grenze. Deshalb haben wir nur selten Gelegenheit zu großen Festen und Maskenbällen, wie sie in der Hauptstadt sicher üblich sind. Feine Kleider wie dieses werden zu Zeremonien getragen, vor allem Hochzeiten und Beerdigungen, nicht zu adligen Vergnügungen. Ob die edlen Familien von Minas Tirith beim Tanz einen Gedanken an uns verschwendet haben, die wir derweil Mordor in Schach hielten? Es ist wirklich schön. Es ist irgendwie schlicht und elegant. So. Und jetzt können wir hier so raus. Perfekto. Baranurs Speer werden mehr Gefangene gefunden haben. In der Tat. Obwohl wir das da auch ausprobieren können. Lass mal machen. Ich habe ja gesagt, wir probieren mindestens jedes davon einmal im Let's Play aus. Sollte das nicht funktionieren, würde ich die dann später machen. Als scharfsinniger Stratege wusste Celebrimbor, dass er bei seiner Vision Mordors jede Technik anwenden musste. Erinnert dich an seinen Plan, aus dem Verborgenen zuzuschalten, indem du Ulokai aus dem Schatten tötest. Das sollte möglich sein. Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. Ich soll sie nicht töten, ne? Aber von umwandeln war nicht die Rede. Kann ich das mit diesem Charakter? Ah, verdammt. Gilt als tot. Kann ich das normal starten? Ah, ich dachte, ich wäre schlauer, aber... Oder schlauer als das Spiel, aber die haben das bedacht. Verdammt. Hannas Erkenntnis. Als ich mit dem Herrn der Geschenke die Ringe der Macht schuf, konnte selbst Galadriel nicht erkennen, wie sie die Welt wandeln würden. Aber klar, ich kann die doch auch einfach wegschicken. Hey.
gefährlich, aber es hat funktioniert. Ah, verdammt. Ich würde das jetzt nicht als Entdecken werten, aber bitte. Das mache ich dann außerhalb. Wir haben ja jetzt im Prinzip das Prinzip gesehen. Worum es ging. Ah, ich hätte es auch geschafft, aber ich war einen Ticken zu offensichtlich. Saurons liebliches Antlitz verhüllte seine wahre Natur. Und weder Galadriel noch ich erkannten, wie diese Geschichte enden würde. Ups, falsche Taste. Ich wollte doch hier hoch. Kritische Treffer sind immer gut. Eine kritische, ich sage, eine Trefferserie. Aha. Ich glaube, das wäre das Richtige, weil ich drücke ja sowieso die ganze Zeit wie so ein Berserker auf hier. Während ich kämpfe. Viele Soldaten Gondors sind noch angekettet. Hilf Baranor dabei, seine Männer zu retten. Baranor. Einer der Späher fand hier Gefangene. Und viel zu viele Orks für einen Krieger. Flankieren wir sie und treffen uns dann. Ich werde da sein. Und Baranor, du musst vorsichtig sein. Ausgepeitscht und er fluchte wie wild. Dafür wirst du büßen, Dämon, dafür zahlst du noch. Ja, naja, für irgendwas müssen wir alle büßen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Ork so tief in mir ist. Na, dann kommt mal her. Hä, ich hab doch gerade erst angefangen. Alle Hoffnung war verloren, Waldläufer. Danke. Alles gut, bin ja da. Oh!
Hä? Du bist doch frei! Was ist dein Problem? Geh doch einfach! Ich weiß nicht, wie du uns gefunden hast. Doch ich danke dir. Tötet mich einfach. Ich bin halt immer netter, wa? Wo ist denn der Grauk? Da. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Irgendjemand sieht mich. Der da wahrscheinlich. Meine Seite holen, damit du mir hier ein bisschen Rückendeckung gibst. Mensch, Schnappschau! Hast du das verloren? Wenn er nicht dir gehört, behalte ich ihn vielleicht. Ich hab die anderen kaputt gemacht. Moog. Moog. Tödlich ein Flammbar, Weichschädel. Oh. Wie viele Menschen musst du verlieren, bevor du aufgibst? Dein Hauptmannfreund ist fort. Und alles, was jetzt zählt, sind du und ich. Pug. Kränklich. Bleib zurück, hier. Erzürnt durch Hinrichten. Das klingt irgendwie total dämlich. Erzürnt durch Hinrichten. Ich stehe nicht mehr ein. Sie haben ihn nicht getötet. Nein, sie haben andere Pläne. Sie bringen ihn nach Gorgoroth. Woher weißt du das? Schlechter. Tritt einen brennenden Feind mit einem schnell... Triff einen brennenden Feind mit einem Schnellwurf. Ja, das sollte möglich sein. Kann ich die nur verbessern, wenn ich sie trage? Nee, scheinbar nicht. Dann weiß ich auch nicht.
weniger Charge pro Sekunde sondern wieder her, wenn du verflucht. Es kostet mich das eigentlich, wenn ich den hier mache. Gar nichts, okay. Gorgoroth hat er gesagt, wa? Hat er gesagt. Das ist nicht hier. Entschuldigung. Targoroth. Was, der Teufel? Der Turm der Zauberer hier verfügbar. Minas Morgul. Wollen wir da hin? Sieh dir das einmal näher an. Okay, gut. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Aber bevor wir uns das mal näher ansehen, würde ich sagen, machen wir ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.